Und noch 600 Leute ohne eigene Wohnung. Wir haben doch... Wann haben wir denn das letzte Mal Wohnung gebaut? Und wo? Haben wir hier noch Wohnungen reingebaut? Hier oben wollten wir, haben wir zuletzt Wohnungen reingebaut, ne? Was habt ihr denn hier? Kindergarten und Fleisch fehlt euch. Kindergarten ist auch wirklich weit weg. Ne, hier ist noch einer. Der ist auch wirklich voll. Brauchen wir auf jeden Fall noch einen Kindergarten. So viele Kindergärten hier in der City. So viele von den kleinen Kindergärten. Das ist der Wahnsinn. Trotzdem seid ihr voll. Hier ist auch einer. Im Zweifel bauen wir den halt wirklich hier einfach rein, ne? Ja, das will er nicht. Hier ist er direkt da dran. Direkt nebeneinander finde ich jetzt auch nicht so cool. Aber hier, das ist schon okay. Schön ist was anderes. Ja. Oh, ein bisschen gerade. Oh, ja. Okay. Na gut. Rubel mal wieder rausbauen. Die sollten hier auch tendenziell schnell voll sein. Wenn du den Untergrundwege baust, dann würden die weiterlaufen. Das Problem ist, selbst wenn sie weiterlaufen würden, die anderen sind ja auch proppevoll. Also das bringt mir ja nicht viel. Die sind ja, okay, der hier oben, der ist nicht so mega voll, aber alle anderen, die sind schon alle ziemlich überbelegt. Und entsprechend haben die da nicht so Bock drauf. So. Würde ich zumindest interpretieren. Und ich finde es super schade, dass das nicht mit eigenen Leuten geht. Die speichert. Du brauchst einen weiteren, genau. Deswegen haben wir einen weiteren gebaut. Ich habe nur einen vernünftigen Ort gesucht, bei dem das irgendwie schön aussah. Ja, warum denn nicht, ne? Warum denn nicht? Hier liegt nix. Wir verbrennen so viel Stahl aktuell. Wir brauchen so viel Stahl, dass es alles einfach weiterläuft. Krass. Den haben wir... das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Der Tunnel... Eisenbauamt ist theoretisch dran. Aber das Eisenbauamt hat, glaube ich, gerade nicht so Lust, ne? Ja. Es chillt hier gerade, weil wir keinen Stahl haben. Weil hier gerade der Stahl fehlt. Ihr habt schon recht, komm. Wir begrenzen das mal auf 5%. Achso, macht er dann nicht. 5%. 90%. Und 16 Tonnen mehr gemeint. Dann begrenzen wir die Jungs einfach mal auf 30. Sind noch 25 Tonnen drin im Bauamt. Sirius. Ah, jetzt sind auf jeden Fall welche drin. Was braucht er? Was braucht der Kollege hier? Um loszudonnern. Brauchst du noch eine Lok? Braucht der eine Lok? Das würde mich jetzt nicht wundern, wenn der eine Lok braucht. 60 Arbeiter. Jetzt müsste er ja losdüsen. Er fährt. Er fährt nicht. Hier sind 60 Leute am Start. Oder arbeiten die 60 dann alle nur hier? Oder arbeiten die nur da? Die teilen sich auf, ne? Das heißt, er müsste eigentlich losfahren. Warum fährt er da nicht los? Braucht er eine Lok?
Braucht er irgendwie hier so einen Kollegen bei sich? Ich meine, ihr seid alles Straßenbau. Mehr haben wir hier nicht. Oh, warte. Jetzt vielleicht? Nein. Stimmt, hier steht Lokomotive bei. Gut gesehen. Gut gesehen. Sollte also auch kein Problem sein. Und gerne bei den anderen. Also das ist schon die. Das ist schon der Tunnel. Wo wir die Hochprio haben. Das ist schon der Tunnel. Schauen wir jetzt mal. Da fehlt unser Dingenzug wieder. Wir haben halt. Ah, jetzt wieder 25 Tonnen Stahl drin, ist gut. Vielleicht kommt er einfach nicht dahin, wo er hin will. Aber er müsste. Er kommt ja dahin, no? Oder haben wir jetzt irgendwas vergessen zu bauen? Es ist verbunden, oder? Das ist eine andere Strecke. Verbunden, verbunden, verbunden. Verbunden, verbunden, verbunden. Und er ist auch verbunden. Ich meine... Wait a second. Von Signalen her, wir haben hier nicht mal Signale drin. Der darf hier links und rechts fahren, wie er lustig ist. Der darf hier ja auch fahren, wie er irgendwie will, ne? Andere Frage. Andere Vermutung. Haben wir Sprit hier drin? Ne, wir haben Sprit hier drin. Nevermind. Dann mal Richtung Bauamt. Also er hat ja dieses komplette Stückchen schon selber gebaut. Das ist ein Stück nicht gebaut. Holz mich doch. Ist doch wirklich ein Stück noch nicht gebaut. Das hier oder was? Ist das nicht dran oder was? Oder fehlt da Strom? Nee, Strom haben wir auch überall gebaut. Wir haben überall die hier gebaut. Daran sollte es nicht liegen. Und Rechtsverkehr sollte hier auf jeden Fall zumindest reinkommen. Ah. Hier wurde ein Stück nicht gebaut. Kann das sein? Nee, wurde doch gebaut. Na, Moment, das ist nur der Teil hier. Da sind Dreiecke unterwegs. Aber der interessiert ja uns nicht. Das sieht auch richtig aus. Andere Richtung. Hier ist ein Dreieck, aber der geht ja in die Richtung. Der ist uns egal. Ich sag's nur wirklich ungerne. Aber die Straßen hat er ja schon gebaut. Ansonsten würde das ja hier nicht funktionieren. Never mind. Du bist der Falsche. Wo willst du denn jetzt lang? Gucken wir doch mal, wohin er will. Er will zumindest schon mal einen richtigen Weg. Gucken wir mal. Vielleicht baut er jetzt auch noch keinen Tunnel. Vielleicht muss er dieses Stückchen noch bauen, bevor er wirklich den Tunnel baut. Weil der Tunnel quasi erst dahinter beginnt. Schauen wir mal. Du rammst dich hier einfach durch. Ah, der baut erst den Tunnel. Der baut echt erst den Tunnel. Aber die 170.000 möchte ich eher ungern ausgeben.
Also U-Bahn ist ungefähr genauso schlimm wie alles andere. Einer macht der Große, dann kommt der Bohrer, ja. Oh, wir lernen gerade auf jeden Fall eine Menge hier. Wir lernen auf jeden Fall eine Menge zusammen. Aber hey, ne? Ich weiß es ja genauso wenig wie ihr. Beziehungsweise ihr wisst es genauso wenig wie ich. So rum ist schöner. 63, 66. Gibt es hier irgendjemanden, der ein bisschen schneller fahren kann? 65? Das ist mit 75 schon eigentlich ganz gut, ne? Oder man sagt einfach, okay, fahr langsam, aber hol und. Es gibt neue Betonmischer. Es gibt einen neuen Bulldozer. Glaube ich. Warum sollte man einen schlechteren Bulldozer kaufen? Und so ein Straßenkran, Turmdrehkran, eine Walze. Und die Fahrzeuge haben wir noch über. Echt ganz schön viele. Huiuiui. Aber so viel möchte ich hier auch gar nicht. Wenn dann die hier, ne? Und dann reicht's mir eigentlich. Ich möchte nicht über eine Million gehen gerade. So, und dann sagen wir 3 Kilometer. Und dann sollte der eigentlich auch eine Menge Stuff finden, was er basteln könnte. Weisen wir mal, weise wie wir sind, ein bisschen ein paar Dinge zu. Bauen wir hier noch irgendwas? Hier bauen wir noch Kleinigkeiten auf. Hier bauen wir was auf. Hier sind wir durch. Joa, wenn sie wollen, können sie auch hier ein bisschen was bauen. Alles okay. Okay. Lassen wir sie mal ein bisschen basteln und bauen. Ich weiß, dass ich nichts weiß, aber ich suche die bereit. Yes, yes. Danny Philipp, ich verabschiede mich für heute. Gott luch dir schöne Urlaubstage in deiner Heimat. Und der anderen noch einen schönen Abend. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Und ja. Komm morgen gut ins Wochenende. Wir brauchen schon wieder ein Vertriebsbüro, ne? Wir brauchen so viele Vertriebsbüros. Es ist einfach Vertriebsbüro City hier oben. Gut, wir haben auch schon vor einer Dreiviertelstunde gesagt, dass wir hier noch welche brauchen. Kann man natürlich nicht mit Dollar. Hiermit möchte ich ganz gerne das Fleisch hier von A nach B bringen, hier Kühltransporter reinbringen schon mal. Na, wir fangen mit ihm an. Wir fangen schon mal mit der Kunststoffproduktion an. Das ist, glaube ich, eh Step One. Also erstmal der erste Schritt. Wir uns mal einen Bus. Wir uns mal eine Gesamtkapazität und dann sagen wir mal 80 km/h, 55 Personen. Neuer Stopp. Einmal hier rein. Und hier rein. Viel Spaß. Brauchst du mir Bus, um die Leute von den Haltestellen wegzubekommen? Die gehen sonst in die Arbeitslosigkeit über und werden kriminell. Ui, die werden dadurch kriminell. Das wusste ich nicht. Also wir müssen. Jetzt stehen hier nur noch 80. Also jetzt kommt wahrscheinlich mal drauf an, wie viele Busse hier gerade am Start waren, ne? Also viele Leute hier stehen jetzt auch nicht. 150. Und der nimmt wie viel mit? 80? Glaube ich. Also der macht auf jeden Fall immer voll. 82. Ja, und da kommt der Große. Da kommt der Große. Ergibt Sinn. Sagt er, und hier stehen immer noch irgendwie Leute.
Wir brauchen wir hier? Wir brauchen wir hier nicht mehr oder größere Autos. Das ist ja schon okay so. Das ist ja schon okay so. Kunststoffe, Stahl, Chemikalien, ne? Okay, ich wollte gerade sagen. Ah, die hohe Prio lassen wir hier mal raus. Bau läuft ohne Problem. Oh, Tunnel, Tunnel, Tunnel. Tunneler? Viuse Tunneler. Ah, wir können ihm wirklich dabei zugucken. Wie er Tunnel gräbt. Geil. Das ist auf schneller Geschwindigkeit. Habt ihr heute noch was vor? Ich lasse den Stream laufen. Jetzt können wir auch doppelt zweigleisig hier fahren, ne? Also im wahrsten Sinne des Wortes. Wir können jetzt zweigleisig fahren, ne? Das würde ich ganz gerne. Ihr habt jetzt keine Probleme, oder? Ihr klamüsert jetzt noch aus, wer wann wo hier fahren kann, oder? Okay, er fährt nicht. Immer nur eins nach dem anderen. Der hat unterirdisch den doppelten Speed als der normale Bauzug. Was habt ihr jetzt? Ihr wollt alle nicht fahren, ne? Ah. Wegen ihm hier. Ah, warte. Weil er. Hier unten, glaube ich, was Dings, ne? So, jetzt müsste er ja eigentlich wieder weiterfahren können, oder? Ich hab's schon ein bisschen drauf manchmal. Okay. Für eine Sekunde war so, oh no. Ich hab Angst. Was macht ihr da? Die Frage ist, was brauchst du jetzt? Dachte ich mir. Du willst wahrscheinlich irgendwie hier rein, ne? Nee, Chain. Irgendwie so. Wo denn hin? Ach, er will wieder. Nee. Er baut sogar eine sinnvolle Straße. So, Prochoid, moin. Oh, hey. Guter Plan, Kiskisi. Das ist ein sehr guter Plan. Irgendjemand hat Geld ausgegeben. Wir haben U-Bahnen entdeckt für uns. Wir haben so langsam verstanden, wie es geht, Markus. Und zumindest wird der Tunnel gebaut. Zumindest wieder Tunnel gebaut. War das hier richtig mit dem Mix-Signal? Hier ein Mix-Signal und dann haben wir hier jeweils einen Chain. Wie haben wir das denn da oben gemacht? Ich vergesse es jedes Mal. Ah, wir haben hier jeweils davor das Chain gesetzt, ne? Genau, wir haben einfach mal davor das Chain gesetzt. Also. Das Pixel meine ich natürlich. Und hier. Weiß ich nicht. Auch mal ein normales. Hauptsache, er kommt wieder raus, ne? Ein bisschen Angst, dass mein Kollege hier nicht wieder rauskommt.
Dachte ich mir. Er weiß nicht wohin. Circa eine Stunde den Versuch, eine Verbindung zum entstehenden U-Bahn-Netz zu bauen, um überhaupt die Tunnel graben zu können. War spaßig. Ja, war fun. War lustig. Okay, ist noch nicht richtig. Darfst du jetzt hier wieder raus? Warum nicht? Na, ich muss. Der Klassiker. Geh mal bitte kurz zu deinem Depot wieder. Ach ja, genau. Weil wir jetzt die Geschichte hier ziemlich cool machen, müssen wir uns jetzt mal ganz kurz. Um was kümmern? Ein Enddepot. Endhaltestellen. Wo ist denn das? Straßenbahnhaltestelle? Straßenbahnhaltestelle. Klein und groß. Und? Hatten wir nicht. Hatten wir nicht gesagt? Gib mal immer noch nicht. Gut. Müssen wir uns auch noch mal einen anderen Namen für ausdenken. Ah, hier wahrscheinlich, oder? Hier, Straßenbahn-Endstation. Müssten wir hier reinbauen. Ganz ehrlich, das bezahle ich auch tatsächlich mit Rubel, weil. Bis hier irgendwann mal was passiert, ist halt, ne? Aha, feste Zeit, variable Zeit. Mhm. Einmal die Linie anzeigen. Nachdem du hier warst, fahr mal bitte nach hier nochmal rein. Feste Zeit 30 Sekunden, variable Zeit. Ist variable Zeit, der sieht einfach zu, dass die vernünftig hintereinander wegfahren? Oder ist variable Zeit, keine Ahnung. Was bedeutet das? Zawanski, hi ho, hallo. So, gucken wir mal. Er fährt los. Das sieht sinnvoll aus. Wenn wir automatisch brechen. Perfekto. Na, Zawanski, alles gut. Ich bin immer verwirrt, wenn du später kommst. Sonst bist du immer der Erste, der schreibt. Du bist immer die erste Nachricht. Im gesamten Chat. Also 23 Leute ohne Job, 5 Leute ohne Job. Das sollten wir jetzt ja. Meine Güte, ist ja zu laut. Das sollten wir jetzt ja besser in den Griff bekommen, indem hier einfach. Die Leute hier mal ein bisschen sinnvoll abgeholt werden können. Hatte leider zu tun. Das ist auch alles gut. Wie geht das mit dem Streamlabs? Ich bekomme kein Blutspiel. Ausrufezeichen Baby. Dann siehst du das normalerweise. Oder meinst du die Kanalpunkte? Habe ich die so genannt? Aha, 124 Blaubeeren schon. Dafür, dass der Bot echt lange aus war. Ah, kommen sie alle. Wir erweitern unsere Tram-Geschichten hier mal um einen. Ja, Fahrplan auf ein Fahrzeug hinzufügen. Starten. Gut, dass da auch kein Cooldown drauf ist. Und jetzt fährt er natürlich einmal. Fahren sie sich kurz mal hinterher, das ist nicht schlimm. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung jetzt natürlich, dass wir hier ordentlich Leute reinkriegen.
und dass das mit den Zügen noch besser funktioniert. Held haben die ja schnell aufgebaut. Gib mir Kühler. Die kleinen, 3 Tonnen oder so. Für Geschwindigkeit. Das ist so dumm. Warum sind denn jetzt die größten Autos auch gleichzeitig die schnellsten? Holen wir uns mal 4 Kühler. Aufgabe 1. Hier holst du dich immer schön, belädst du dich immer schön mit Fleisch. Aufgabe 2. Das muss jetzt auch gar nicht mal so dringend passieren dann immer, ne? Das reicht, wenn er bei 30% losfährt, weil er nur noch einen relativ kurzen Weg hat. Wer braucht noch Fleisch? Was bist du? Ach, das Waisenhaus. Waisenhaus braucht Fleisch. Pff, unrealistisch. Die brauchen kein Fleisch. Habe ich irgendwen vergessen. BMW heißt doch, Busse müssen wackeln. Oh Gott. So. Ich überlege auch, diese Stadt anzubinden. Wir können zumindest das Gefängnis anbinden. Das ist, glaube ich, noch sinnvoll. Wenn wir bis in die Stadt rein wollen, das ist, glaube ich... Ah, ist schon ein guter Unterschied, ne? Auch hier viel Platte unterwegs. Dass wir quasi nur noch mit großen Wägen hier runter liefern. Und die anderen liefern dann hier so ein bisschen rein. Ja. Haben wir schon. Dann passt das, glaube ich. Wenn ich da jetzt mich nicht komplett verguckt habe, dann passt das. So. Dann brauchen wir aber mehr als 4 Fahrzeuge, natürlich. Sondern 10 Aufgaben bedeutet für mich 3 Tonnen. 3 Tonnen, wo ist unser 3-Tonnen-Auto? Die Stück. Vielleicht wäre ja ein Autobahnnetz mal eine Idee. Ein Gedankenwert. Gibt es Autobahnen? Irgendwie nicht. Es gibt keine Autobahn. Ich dachte, es gibt jetzt wirklich Autobahnen. Oder meinst du quasi so eine Art Umgehungsstraße, was wir dann Autobahn nennen? Was quasi irgendwie hier runterläuft. Ah, jede Richtung mit einer Einbahnstraße. Das klingt klug. Es gibt definitiv Orte, wo wir das überlegen sollten. Also Rostov ist in Ordnung. Jahunik. Das ist okay. Blauberg-Waisenhaus. Nehmen wir raus. Nobis heftigen Häftlinge. Blauberg nehmen wir raus. Nehmen wir raus, nehmen wir raus. Die Monster können wir raus. Straßenladungsstation. Bleibt drin. Die Monster nehmen wir raus. Nehmen wir raus. Nehmen wir raus. Bleibt drin. Und die Fleischlagerung. Immer schön 80% hier reinhalten, bitte. Das funktioniert. Dann können wir schon fast damit anfangen. Und wir müssen uns noch um den Strom kümmern. Da habe ich mir jetzt auch eine ganze Zeit vorgedrückt. Oh lol. Wir produzieren aus Versehen Strom. Hubala. Gut. Also aber nicht, dass du hier nicht durchkommst, weil hier ein. Ah. Ist echt nicht durch, ne? Doch, kommst du. Du hast wegen irgendwas anderem Problem gehabt. Okay, alles gut. Wo haben wir es denn? Hier. Nee, ich würde Rubel zahlen.
Man muss sich immer wieder ermahnen. Welches Gebäude findest du jetzt? Achso, wir müssen einfach nur einen Meter runtergehen. Dann geht's natürlich. So, immer bauen. Freust du dich schon auf deinen Urlaub? Es ist kein Urlaub. Ich war eine Woche nach Hause in die Heimat und habe da keinen Computer, wenn ich das ganze Setup nicht mitnehmen will. Aber ja, ich freue mich. Ich freue mich auf die Zeit zu Hause. Tatsächlich. Da freue ich mich schon drauf. Immer wieder eine Freude, die Verwandtschaft zu sehen oder so. Gibt es hier irgendwo einen sinnvollen Anschlusspunkt für euch? Mal wieder nach oben. Wenn kein Computer ist, dann ist das keine Heimat. Ich habe ja noch meinen Laptop und meinen Arbeitslaptop und meinen Projektlaptop und iPod und alle anderen Apple-Produkte auch noch am Start. Ich habe gewonnen mit dem Marinesoldat zusammen. Hey! Geil. So wird es ein Challenge. Ich weiß nicht, ob ich einen Challenge aktiviert habe. Glaube nicht. Nee. Können wir hier auch mit ranbringen, ne? Zum Ende des Tages. Können wir hier einfach auch noch mit ranbringen? So. Dann bringen wir hier nochmal einen schönen... Oh Gott. Schön ist hier nix. Vor allem nicht, wenn er speichert. Easy. Locker flockig da mal eben hingesetzt. Glaube übrigens, können wir noch mal gucken. Yes. Also hier ist heute einfach nichts passiert, ne? Hier sind halt, das war's. Wir haben zwei Straßen gebaut. Bin raus, allen schönen Abend noch. Danke dir, Marinesoldat. Schlaf schön und dir einen schönen Start ins Wochenende. Und eine schöne Woche. Eine schöne Woche noch und so. Arbeitslosigkeit so hoch. Verdammt. 99 Leute ohne Job. Die kommen hier natürlich auch nicht hin, ne? Was ist denn, wenn wir einen Tunnel bauen? Extra nur für euch. Von hier nach... Also nicht hier oben oder so. Schon eine komische Verbindung. Lass uns den lieber so hinbauen. Ich kann hier so einen Ring draus machen. Warte. Vielleicht versteht man jetzt gleich, was ich meine. Das ist ein bisschen so. So. Dann bauen wir also auf die Höhe vielleicht noch einen. Cool. Ich liebe es, dass der da wirklich arge Probleme mit hat. Der hat hier wirklich arge Probleme mit der Geschichte. Na gut. Aber das ist kein Problem, dann bauen wir halt trotzdem irgendwie hier unten. Schauen wir mal. Wo weit ist denn das? Hier. Und dann vielleicht hier hinter nochmal. So. Connection auf. So, ja. Gut. Machen wir so.
Dann können wir eigentlich, wenn wir das unbedingt wollen, können wir hier noch eine Verbindung einbauen. Und wir wollen das natürlich unbedingt. So, klar. Bauen wir hier noch so einen schönen Ring außenrum. Den wir allerdings auch nochmal in die Mitte setzen können. Und vielleicht nach hier hin. So. Das ist manchmal ein bisschen unübersichtlich, was wir hier machen. Ah, da war was. Das üben wir ja wieder nicht. Egal. Beziehungsweise wir dürfen schon, aber wir müssen so tief bauen, dass es einfach gar keinen Spaß macht. Ich bin ganz klar gehört, wie du sagtest, du machst heute 24 Stunden, weil du in den Urlaub fährst. Ja, weil ich mache dann jetzt 24 Stunden und wollte dann noch 8 Stunden arbeiten und dann noch 7 Stunden Auto fahren. Genau, Skizzy. Marinesoldat, falls du es noch hörst, vielen, vielen lieben Dank für die ganze Hilfe, für die ganze Unterstützung, die du hier lieferst. Ich weiß, es ist manchmal nicht einfach mit mir, weil ich echt kompetent manchmal bin. Aber vielen lieben Dank. Wirklich. Ist immer wieder sehr, sehr angenehm mit dir. Ja, vielen Dank. Dass wir neben Stream arbeiten, wir helfen dir dabei. Weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert.